München, nördlicher Stadtrand, Pasenberg. Hochhäuser, Plattenbau, Arbeitslosigkeit. Das sind die Klischees, mit denen Hasenbergl kämpfen muss. Für viele ist es ein unattraktives Stadtviertel. Doch das neu gebaute Kulturzentrum 2411 ist ein Lichtblick. 2411, das steht für die 24. Bezirk Hasenbergl-Feldmoching und den 11. Bezirk Milbertshofen. Das sind die Einzugsgebiete der Stadtbibliothek. Nach 2 Jahren Bauzeit eröffnete 2012 das Kulturzentrum. Warum der Neubau so dringend notwendig war, das weiß stellvertretende Leiterin Michaela Schultheiß. War sehr wichtig, weil hier vorher nur die alte Stadtteilbibliothek Hasenbergl stand, die abgerissen worden ist. Und es gab zwar viel Stadtteilkultur eigentlich, aber eben kein Zentrum in dem Sinn. Und das Ganze war halt so flachbaumäßig um einen kleinen Innenhof rumgebaut, wo sich halt dann dauernd irgendwelche Leute aufgehalten haben. Und es war eine Kombination aus eben einer ganz kleinen Bibliothek. Es gab eine Apotheke, es gab einen Schuster und es gab irgend so einen ganz kleinen Supermarkt. Besonders in der Abiturzeit nutzen viele Schüler die Ruhe im Kulturzentrum. Gemeinschaftliche Schulungs- und Arbeitsräume gab es früher nicht. Heute stehen über 40.000 Bücher, DVDs und Konsolenspiele zur Verfügung. Beide Bezirksausschüsse haben darum gerungen, die Bibliothek in ihrem Bereich zu kriegen, weil es einfach eine Aufwertung ist für jeden Stadtbezirk. Und letztlich war es wohl eine politische Entscheidung, dass es im Hasenbergl nötiger wäre. Und deswegen ist es hierher gekommen und ist auch entsprechend wichtig. Update nennt sich das Projekt, das Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren ansprechen soll. Ein Ort, an dem sich junge Menschen treffen und miteinander Zeit verbringen können. Birkan und seine Jungs kommen regelmäßig zum FIFA-Zocken. Doch nicht nur der große Fernseher zieht sie an. Dieses Angebot hier, viele Filme zum Verleihen, Bücher reichlich, auch fürs Abitur. Ich kann mich hier zum Beispiel viel besser konzentrieren als zu Hause. Hier gibt es Räume, geschlossene Räume, wo man dann einzeln lernen kann. Ist auch sehr ruhig, finde ich super. Mitarbeiter sind sehr freundlich. Es ist auch so ein anderer Platz, also man kann sich hier treffen und chillen. Das Kulturzentrum steht vielleicht für den gesamten Wandel des Hasenbergls. Das wäre wichtig, um dem Nachwuchs das Meistern so mancher Hürden zu erleichtern.